Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, werte Ladies and Gentlemen, zu Total War Warhammer 2 mit den, ja, Echsenmenschen, zumindest mit Krokgar. Ja, zu den Segen, ich hatte ja gesagt, ich gucke die mir durch, da dachte ich mir, nehme ich euch doch einfach mal mit. Also die Trefferpunkte plus 10% sind ehrlich gesagt sehr, sehr attraktiv. Ne? Gerade Trefferpunkte ist so einer der besonderen Perks. Aber Einkommen aus Siedlungen, alle Regionen, kann man mit leben, aber 2% ist nicht viel. Und die Bauzeit für die Gebäude, also es ist nicht verkehrt. Ne? Also Unterhalt für Saurus-Infanterie und Tempelwächter, also gerade die Saurus-Infanterie, wir würden nochmal ordentlich an Geld sparen und kriegen dafür Rüstung, das ist auch nicht verkehrt. Wir werden dennoch eine Mischarmee haben. Energie, ja, also ich meine, die Geschwindigkeit für alle Einheiten ist okay, damit sind wir ein bisschen agiler auf dem Schlachtfeld. Die Magieresistenz für die Armee des Kommandanten ist auch sehr schön und die Energiereserve der Winde der Magie, ja, ne, ja. Also Erfolgschance auf den Hinterhalt, finde ich, ist cool. Führerschaftseffekt der Charakteraura auch noch nett, obwohl wir extrem viel Führerschaft schon haben. Einkommen aus der Beute nach der Schlacht plus 20%, nett, aber auch nicht unbedingt eine Must-to-Have. Öffentliche Ordnung, Verlustverstärkungsrate und Unverdorbenheit ist interessant. Aber ich glaube, also die Führerschaft während Hinterhalten, Armee des Kommandanten ist erhöht um 10. Ne? Ich meine, Führerschaft ist jetzt nicht der besonderste Perk. Aber dass der Unterhalt minus 20% für Teradon-Reiter, Kampfechsen, die wir haben werden, die Kavallerie, für Stegadons, Bastiladons und Carnosaurier haben. Also minus 20% Unterhalt für mächtiges Gerät ist nicht schlecht. Und ich denke mal, wir werden da so und so noch ein bisschen zulegen, dass hier diese 20% doch besser aufgehoben sind als woanders. Es ist halt wirklich schwer. Ich weiß, gegen das Chaos werden wir so oder so kämpfen. Das habe ich schon gehört. Und ansonsten wüsste ich es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht heben wir den Punkt einfach nochmal auf. Ich werde da mal in Ruhe drüber nachdenken. Was hätten wir denn noch? Ja, die Waffenstärke für Skink ist okay, bräuchten wir aber nicht. Ja, die Waffenstärke für Teradon Reiter und die Kampfwechsen, das ist wiederum, das ist ein Perk, den werde ich mitnehmen. Nur Kruxigore und Tempelwächter ist uninteressant. Nur wilde Carnosaurier muss nicht unbedingt sein. Und dann wiederum für Stegadons und Bastiladons ist auch hier wiederum auch ein netter Perk. Weil ich habe schon gelesen, wenn wir hier nämlich später mal durchkommen, ab einem Elite-Rang, ab Rang 7 oder höher, bekommen wir nämlich hier richtig dicke böse Werte für unsere Armee nämlich mit dabei. Und da werde ich auf jeden Fall gerne einmal hinkommen wollen. So, wir haben zurzeit kein Geld. Oh ja, macht das mir viel zu schnell. Ich meine, wir könnten das auch einstellen. Klar, das geht. Das geht nämlich folgendermaßen. Wenn wir jetzt die Pause-Taste drücken, kann ich mir nämlich jetzt unsere Fraktion und andere Fraktionen einstellen, was ich sehen möchte und was nicht. Das gilt für jeden. Also es ist eigentlich schon ziemlich cool. Werde aber erstmal davon ablassen. So, unser Echsenfreund, der ist hier in den Blutsümpfen fleißig am Erobern. So, mal gucken, was die Zwerge machen. Da könnten wir ja eigentlich ein bisschen schneller machen. Der macht aber sonst nichts, wenn ich das richtig sehe. So, die Vampirküste, der würde sich, denke ich mal, jetzt auch bewegen. Achso, der geht nach oben, okay. Okay, da geht er nach oben. Wir haben einen Stufenaufstieg, bitte Kampftraining. Ja, ganz wichtig, das gute Kampftraining.
25 Runden noch und hier haben wir plus 40. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, einmal runter in die Höhlen des Sotek. Und hier, es wird noch fleißig belagert, ne? Wird noch fleißig belagert. So, jetzt bitte Daumen drücken, dass wir irgendwie noch einen Schatz finden. Das würde mir echt gut gefallen. Kannst du eigentlich direkt mal um die Ecke. So, ah, da haben wir noch einen Schatz. Da ist er. Geheimnisvolle Insel, weil irgendwo hier müsste es jetzt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hier in dem Gebiet müsste nämlich unser, ja, ich sag mal, unser Meister sein. Der Slan Magier Priester Master Mundi. Und den möchte ich auf jeden Fall mal Hallo sagen und den Kontakt knüpfen. So, die Schlangenküste. Ist natürlich jetzt die Frage, was wir bauen. Wir haben ja die Aufgabe für den Markierungsstein, dass wir da jeweils zwei Gebäude bauen. Ich glaube, wir bauen auch erstmal hier einen Markierungsstein, einfach weil wir es können. So, hier ist plus minus 0, das ist okay. Hier sind wir noch leicht im Minus. Diplomatie, möchtest du denn mit uns vielleicht jetzt handeln? Nein. Ansonsten sieht es relativ gut aus. Du findest uns klasse, ne? Das ist doch sehr schön. So, was bist du denn? Kaltblütige Logik und du bist gefügig. Nur durch Einheit der Echsen lässt sich der große Plan durchführen. Ach so, das heißt, wir haben hier eine höhere Chance auf eine Konföderation? Glaube ich zumindest. Südlich, ja, geringere Macht, überwiegend defensiv. Ja, ja, die, ja, 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 ja. Okay, wen hätten wir noch als Freund oder als Feind? Ja, die Elfen, Baumkuschler. Ja, das heißt eigentlich, da kann ich ja dann gleich ja mal Krieg führen hier. Da werden wir dann, denke ich mal, doch... Einen militärischen Zugang möchtest du? Nö. Du stirbst. So leid es mir auch tut, aber ich meine, wir wollen ja auch die Kampagne gewinnen, ne? Da kann man nicht einfach mit allen, ne, am Tisch sitzen und dann in Ruhe futtern. Ein tödlicher oder in dem Sinne untödlicher Preis. Die mystischen Slan-Magier-Priester haben ein neues Ritual entwickelt. Ja, das Ritual durchführen, der Angriffsbonus und die Geschwindigkeit für alle Streitkräfte ist erhöht. 6 Runden lang, aber dafür kriegen wir eine vampirische Korruption in alle Provinzen. Ja, dieses Ritual werden wir selbstverständlich nicht durchführen. Zumindest jetzt noch nicht. Schatz, bitte, ein wenig Geld. Ich bin mit allem zufrieden, aber gib uns was. Jene, die entkamen, jawohl, günstige Winde, Bewegungsreichweite. Da oben haben wir... eine grausige Fracht. Hier unten haben wir eine geheimnisvolle Insel. Oh, hier, unser Kollege ist ja ganz schön dick aufgebaut, ne? Ja, okay, du möchtest sonst erstmal noch nicht, aber es läuft ja ganz nach Plan. So, das heißt, wir werden erstmal uns hier reinstellen, um die öffentliche Ordnung nochmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Die Skaven-Korruption geht ja auch rapide nach unten. So, und hier auf jeden Fall erstmal wieder erneut ausbauen. Es ist immer wichtig, die ganzen Nebensiedlungen und Hauptstädte auszubauen. Meiner Meinung nach, damit man direkt alle Gebäudeslots frei hat. Und ich meine, wir haben ja auch Zeit, uns jagt ja hoffentlich nichts. Ich meine, wir sehen auch gut aus mit unseren Artefakten. Artefakte war das falsche Wort. Ich weiß, uralte Tafeln. Also, ich meine, wir haben jetzt 205... Wir brauchen 350. Ich meine, unsere Gegnerfraktion ist natürlich ein bisschen schneller als wir, aber ich denke mal, das ist schon soweit okay. Wir bleiben hier auch nochmal eine Runde drinne.
Wir bleiben hier nochmal eine Runde drin. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. So, und jetzt bitte nochmal einen dicken Schatz hier. Komm schon. Oh, ja, polierte Stiefel ist okay. Wieder günstige Winde und Schatzkammer. Und da haben wir ihn doch entdeckt. Hallöchen. Der Kommandant Master Mundi. Ein Nicht-Angriffspakt. Bitte. Hat er abgelehnt. Der mag uns noch nicht so. Der mag uns nicht. Master Mundi, warum denn nicht? Meister, warum magst du uns nicht? Gut. So, haben wir das bis dato erstmal gemacht? Achso, warte mal. Hier war doch neu jemand, ne? Habe ich ja gerade richtig gesehen? Gib mir doch bitte nochmal eben... Hier waren Menschens. Die Kolonien der neuen Welt. Hi, Überlebenskünstler. Und wie du verschlechtert... Nein, nicht verschlechtern. Mach mal nicht Angriffspakt. Nö, willst du nicht. Okay. Weil die Menschen sind ja auch eigentlich nette Bündnispartner. So, letzte Runde. Ja, Clan Moors. Der gute Quiek, der Rückgratlose und Ruinenbewohner will ein Friedensabkommen. Da kannst du knicken. Es gibt kein... Oh, Fraktion vernichtet. Festung der Morgendämmerung. Hallo Haarknöterchen, du willst ein Friedensabkommen? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, schaut mal auf der Karte, ne? Wir haben ja unseren Freund, den werten Herr Zwerg, ja noch auf unserer Seite. Der, mit dem wir uns, sagen wir mal, gut verstehen, ne? Ab und zu kommen die Echsen mal auf ein Bierchen vorbei. Der kämpft ja aktuell ja fleißig gegen den Ork. Ja, und dann wiederum haben wir dazwischen die Vampire, müssten das ja gewesen sein. Und erst da oben sind die Haarknoten. Und der will jetzt ein Friedensabkommen. Bis der bei uns ist, ist ja... Weiß ich nicht. Kannst du ja nicht machen. Aufgabe abgeschlossen. Jawohl, das wollte man nämlich. Aufgabe erteilt. Unterhaltet mindestens 24 Einheiten. Ja, der Lord Master Mundi wünscht. Ja, der hat viele Wünsche. Fraktion vernichtet. Oh, Fraktion vernichtet südliche Wächter. Schade. So, ein Schätzelein, ja. Porto Muerto. Und die Truhe des Kapitäns. Haltbare Ration, wieder ein bisschen Geld in die Schatzkammer. Oh, schön. So, ein weiterer Kunden. Monumente des Mondes. Was bist du denn? Ork. Nein, ganz schlecht. Ork ist schlecht. Da unten haben wir noch einen Schatz, eine Wasserleiche. Oh, ich finde das so genial, dass man hier so Sachen aufdecken kann oder so, ne? Ah, ich bin da ein Freund von. So, wir sind drinne geblieben. Wir werden dich anziehen. Ja, nee, das bleibt dabei. Haben wir noch Einheitenerfahrung? Oh, weiß ich nicht, ob wir das brauchen, aber wir werden es mal mitnehmen. Hinterhalt, Erfolgschance, 65% mehr kriegen wir nicht. So, hier geht es natürlich jetzt wieder ins Minus, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin und wir werden hier versuchen, einen Hinterhalt zu legen, denn ich denke mal, dass hier jetzt unser Freund sein wird. Unser Freund wird da sein. So, hier sieht es sehr gut aus, gefällt mir, das läuft ganz nach Plan. Ja, was konnten wir... Gab es hier nicht irgendwie ein besonderes Gebäude? Lass mich nochmal bitte eben gucken. Hier nicht, aber hier war das, ne? Was hatten wir denn? Ja, Einkommen. Rang des Helden, Unterhalt für alle Streitkräfte. Rekrutierungskosten, Tempelwächter, Kampfechsen. Ja, die Kampfechsen und Einheitenerfahrung für Kampfechsen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall die Höhlen der Kampfechsen bauen. Das steht schon mal fest. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo wir den bauen. Ich denke mal, wir werden den direkt hier hinbauen. Die öffentliche Ordnung ist ja meiner Meinung nach völlig okay.
Das können wir erstmal so lassen. Schlangenküste. 350, 300 Einkommen. Kostet uns aber dann doch ein sattliches Sümmchen. Kommt aber aufs selbe hinaus. Und zumal. Weiß ich gar nicht, ob wir hier zwei davon brauchen. Ne? Eigentlich könnten wir ja einen wieder abreißen. In der Schlangenküste hatten wir kein besonderes Gebäude. Ja, schwierige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Ja, gut. Du willst wieder Frieden, nö. Wir werden geplündert. Nun gut, also sind mehrere Sachen passiert. Erstmal wurde unser Hinterhalt verhindert. Schade. Wir werden geplündert in den Höhlen von Sotek, der Dschungel der Götter. Der ist an uns vorbeigelaufen. Nein, wie schade. Die Technologie erfolgreich abgeschlossen. Führerschaft aller Streitkräfte. Da werden wir uns natürlich die Sequenz des Marsches holen. Bewegungsreichweite auf der Kampagne. Und dann werden wir, jetzt noch nicht die Schlacht machen. Wir werden nochmal eben kurz ein bisschen erkunden und uns Schätze holen. Mal gucken, was wir hier noch entdecken. Oh, das gehört alles den Orks. Oh, Bonuserfahrung und Kohle. Gehorsam führt zum Sieg. Werden wir hier direkt schon mal mitnehmen, bevor du dann ganz nach unten kommst. Wir können wieder natürlich Sachen bauen. Nehmen wir auf jeden Fall die goldene Tempelstraße mit. Ja, ach, das ist halt immer die Sache, ne? Also Einkommen aus allen Gebäuden um 10%. Wir bauen es erstmal aus. Gucken wir uns die Sache einfach mal an. So, und dann würde ich sagen, geht es eigentlich in die nächste Schlacht. Wen haben wir denn hier? Eieiei, eine dicke, fette Armee. Und er flieht. Du fliehst. Ich fasse es nicht. Wir kommen aber hinterher. Ja. Nee, wir müssen ihn ja angreifen, ne? Wir müssen ihn angreifen. Ich meine, Garnison hin oder her. Der hat einen Priester, Skinkohorten, Sauruskrieger. Mit Sonnenmaschinen, Bastiladon. Ja, und dazu dann. Achso, die sind schon da drin. Nee, wir müssen erst gegen ihn kämpfen und dann können wir weitermachen. Es verbessert sich, weil wir immer noch im Krieg sind gegen Clan Mors. Das sollte sich auch gleich weiter verbessern, aber ich glaube, den kriegen wir nicht in die Konföderation rein. Ihn dagegen, glaube ich, kriegen wir irgendwann rein. Ah, du befürwortest unser Abkommen. Das ist klasse. Dass du nicht einen Nicht-Angriffspakt mit uns haben willst, das finde ich dagegen, ehrlich gesagt, richtig madig. Nun gut, und das nächste Mal sehen wir mal wieder eine Schlacht. Bis dahin.